Die Windmühle im ostfriesischen Möhlenwarf. Über 140 Jahre lang wurde hier Korn gemahlen. Dann kam das Ende. 1973 kaufte Karl Dall das gute Stück. Und seitdem ist er sozusagen der Müller. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Karl Dall. Das hier ist mein Domizil seit über 30 Jahren. Die Windmühle in Möhlenwarf. Diese Mühle ist erbaut worden im Jahre 1831. Hier oben kann man es noch lesen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ja, denn ich habe sie damals von Jopi Heesters abgekauft, weil der nicht mehr richtig laufen konnte. Nun, herzlich willkommen, kommt rein. Komm uns rein, wir gehen nicht mehr weg. Wir gehen nicht mehr weg. Komm uns rein, wir bleiben einfach weg aufs Deck. Ja, da fängt auf Deck. Komm uns rein. Ja, das ist hier der Eingangsbereich, die sogenannte Diele. Früher war es ein Arbeitsraum. Hier sind sie also praktisch mit Pferd und Wagen reingekommen, haben das Korn gebracht, was dann gemahlen wurde und als Mehl wieder rausgeschafft. Doch jetzt ist das ja, so eine Eingangsdiele. Da haben wir so ein paar Accessoires, einen Kinderwagen. Hier geht es dann in unseren Wohnbereich Küche. Ja. Dann kommt mal rein, stoßt euch aber nicht in den Kopf, denn sonst hätte ich ja ein Zwergenteam bestellen müssen. Hier ist die Küche. Mein ganzer Stolz. Der gelernte Schriftsetzer wurde ganz in der Nähe geboren, im ostfriesischen Emden. Nach einigen wilden Jahren in Berlin kehrte er 1973 zurück in die alte Heimat. Dort mache ich mir morgens meinen Kaffee oder den Tee oder was man hier so macht und so ein kleines Mini-Frühstück. Mache dann zwei Tassen Kaffee, bringe den Kaffee meiner Frau ans Bett und da kann sie ihn dann mahlen. Ja. Es gab mal 3000 Windmühlen in ganz Norddeutschland und jetzt gibt es vielleicht noch 300, aber vielleicht noch 30, die solche Technik und die Flügel haben wie meine hier. Und ich bin da an dieser Windmühle immer schon vorbeigefahren, hätte aber nie gedacht, dass ich da mal reinkomme. Was mich fasziniert an dieser gesamten Mühle, das ist, dass sie eben nicht wie so ein normales Wohnhaus ist mit eckigen, viereckigen oder quadratischen Räumen, sondern hier ist alles irgendwie nicht normal. Das geht konisch hoch, unten ist eben Durchmeter ungefähr 10 Meter Ausmaß. Diagonal und oben sind es, glaube ich, nur noch 8,5 Meter. Es geht also konisch nach oben. Man kann also im bürgerlichen Sinne gar keine richtigen Möbel hier aufstellen, weil immer irgendwelche Lücken dahinter sind. Das hat mich gereizt. Dass es eben alles anders ist als woanders. Auf der Nordseeinsel Sylt.